Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Was soll ich denn sagen? Ich hätte die Granate, glaube ich, sparen sollen. Ich höre den Deppen nur, ich sehe ihn aber nicht. Was eigentlich nicht so toll ist. Um nicht auch zu sagen, es ist leicht ungut. Ich habe nämlich gerade keinen Taubot, der herumwütet. Seine Fackel wäre cool, wenn ich die kriegen könnte. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Gimpel ist. Ich sehe gerade auch nichts. Das ist echt ein bisschen lästig gerade. Keine Ahnung. Ah, da drüben wütet er. Okay. Okay. Dann laufen wir zurück. Gehen wir hier nochmal hoch. Gehen wir hier nochmal hin. Und schauen mal von da runter. Da sollte er irgendwo wüten. Sollte. Ah, da. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Kopfschüsse bringen nichts. Munition alle? Ja. Das ist natürlich ganz super, ne? Wir haben keine Axt. Wir haben gar nichts. Ich glaube nicht, dass ich hier raus darf, ne? Kommt er hoch? Also das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir die Axt verlieren, ne? Dass man die irgendwie verbrauchen kann oder so. Das ist echt merkwürdig.
Ja, ist jetzt scheinbar wieder ganz unten, ne? Also das ist jetzt mehr als interessant. Okay, zwei Munition hätten wir noch. Vielleicht müsste ich ihn so in den Kopf schießen, dass er vielleicht loslässt und runterfällt. Das haben wir noch nicht probiert. Mal loopen. Ist er jetzt wieder unten? Ja, gerade eben. Ah, jetzt klettert er wieder hoch, glaube ich. Okay. Er fällt leider nicht runter. Wie ich zuerst gehofft hatte. Das ist echt doof. Also, das ist echt doof. Wie soll man denn dann bitte erledigen, wenn die... Jetzt haben wir, glaube ich, 12 Schuss oder so fast verbraucht, ne? Oder 10. Und der Trottel stirbt einfach nicht. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hätte ich auch die Bärenfalle nicht entschärfen sollen. Die Frage ist jetzt halt auch nur, wie komme ich da jetzt da? Ah. Scheiße. Okay. Du könntest ruhig weiterlaufen. Ah! Das war eine saugute Idee von mir. Das war sehr gut von mir. Wow, Gott. Da ist ja alles voll. Tja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Fällt, glaube ich, auf, ne? Ach, das hilft auch nichts. Bin gerade voll verwirrt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll.
wollte eigentlich nur die hernehmen. Ach, Kiste öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt einzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Ach, du Gatsch. Okay. Nicht! Nicht schleichen! Boah, du Trottel! Alter, mich trifft der Schlag. Alter, mich trifft der Schlag. Nicht schleichen, du sollst sprinten, du Ludel. Echt unglaublich. Oh. Natürlich kann er wieder nicht, ne? Weil er hat null Ausdauer. Null. Na, mir trifft nochmal der Schlag. Ich hoffe, dass wir jetzt genug Munition haben, den Krüppel umzubringen. Ich habe keinen Bock mehr, ich will da weg. Vielleicht ist es auch gar nicht Sinn und Zweck, dass man hier einfach Leute umbringt. Vielleicht sollte man wirklich sich nur blöd durchschleichen, alle Munition einfach lassen und, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man wirklich nicht ballern. Aber der verfolgt uns ja ständig, ne? Das ist halt echt ein bisschen ungut. Aber nur ein bisschen. Und das geht auch nicht. Keine Axt, nix. Na, ich springe schon wieder zu viel. Jetzt sterbe ich. Wo ist die Leiter? Oh, meine Nerven. Oh Gott, das ist echt kacke. Das ist richtig kacke. Es wäre schön, wenn er jetzt mit einem Schuss gleich mal verrecken wird. Aha, da steigt er die Leiter rauf. Das ist unsere Chance, da kann man vielleicht ein, zweimal treffen. Nix wieder auf, Alter. Mann, ey. Das Spiel kostet Nerven. Von wegen mit einem Schuss ist er hin. Ich schieße ich schon den Kopf, ey. Da muss doch mehr Damage geben. Na, fall runter, hast du recht. Dann haben wir es gleich überstanden. Pistole bringt sie halt wirklich nichts. Eine Magnum wäre halt cool. Na, jetzt kommen kleine auch noch. Also Zombies. Ah, ich glaube, das wird in dem Bad nichts mehr. Ich glaube echt mittlerweile das Gesündeste wäre, zum Kontrollpunkt zurückzukehren, das Ganze nochmal zu machen.
Munition. Und schon leer. Den kannst du nicht umbringen, glaube ich nicht. Wir haben jetzt da 12 Kugeln verschossen. Mehr? Für nix. Ich glaube nicht, dass das gedacht ist, auf schwer den umzubringen. Ich glaube wirklich ablenken und weg. Abhauen. Einfach rauf zum Tor und gut ist. Das Tor betätigen und fertig. Na, wenn ich jetzt... Ja, dann machen wir den Part hier kürzer. Entschuldigung vielmals fürs Failen. Wir werden im nächste Woche werden wir das Ganze nochmal machen. Und aber sauber. Wir holen uns die Sachen, die wir kriegen können und hauen dann einfach ab. Ich denke, das wird das Beste sein. Den lassen wir herumwüten. Den können wir eh nicht töten, so wie es ausschaut. Ja. Würde ich sagen, passt so. Ja. Probieren wir es dann nächstes Mal so. Ihr Lieben, belassen wir es halt einfach dabei. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Ja. Was soll ich sagen? Wir probieren es nächstes Mal nochmal und dann machen wir es besser. Also dann, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Arbeitswoche. Tut's euch nicht zu sehr stressen. Bleibt's geschmeidig und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!